Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tekken 8 Video. Lydia Sobieska und Wang hat es dann angesagt. Ja. In der letzten Session haben wir hier gegen einen Yoshimitsu gekämpft. Der war ziemlich nervig. Der hatte auch ein paar Fendern. Ja, und nun. Ja. Burrow Match. Kann ich was lernen? Werde ich klarkommen? Keine Ahnung. Round one. Aber wir werden sehen. Fight. Okay, erste Runde. Lamoru ist gewonnen. Round two. Fight. Leute, ihr müsst simpel kämpfen. Simpel. Okay. 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 Erwartet jetzt. So, bessere Lydia. Puh. Im ersten Kampf jedenfalls. Der kann auch was. Etwas. Er ist, glaube ich, noch am Suchen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin die bessere. Er kann schon, hat vielleicht andere Qualitäten. Da versucht immer mit dem Hopkick. Guter Offensivstart. Nee, kannst vergessen. Der kämpft zu simpel. Immer nach vorne, nach vorne, nach vorne. Nicht groß angreifen. Weiter. Hey! Got you! Geht doch. Das war nochmal was. Mirror Match gewonnen. Okay. Rede behalten. Wir können weiter. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Match.
Okay, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner ist im Kommen. Wir sind jetzt Gardeo. Wollen wir mal gucken. Get ready for the next battle. Oh. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, wie wir das bewerkstelligen. Da müssen wir mal echt gucken. Wie wir das machen. Da braucht aber ziemlich lange für den Kampf zu laden. Ja, was soll ich sagen? Lydia Sobieska, das ist jetzt Tag 10, mit der ich spiele. Ich sag mal so, man braucht generell ein, zwei Wochen, um gut mit dem Charakter relativ schon mal anzukommen. Boah, hat das lange gedauert, Abstiegskampf. Round 1. Fight. Okay, der fängt gleich, Bruder. Ah, oh, das ist der Kick. Ja, der kann da drei verschiedene Sachen machen. Bleibt liegen. Round 4. Fight. Polish Prime Minister, let's fucking go. Ah. Wie gut, dass ich weiß, wenn die Leute sich ducken, ich weiß, komm du. Das ist so. Das ist drin seit Tekken. Round 1. Fight. Ich weiß immer noch, was ich machen kann. Boom! Weg! You win. Okay. Das läuft ziemlich gut. Ah, es ist echt immer noch eine Mixtur. Es ist immer noch eine echt mit Mixtur.
von den Skills von den Spielern. Wir sehen uns aber beim nächsten Kampf. So, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner ist da. Wollen wir mal gucken. Get ready for the next battle. Eine Reina! Tenryu. Wollen wir mal gucken. Tendo gegen Shotokan. Round 1. Fight. Ich muss erstmal klarkommen, weil ich habe wenig gute Reiners gehabt. Er ist nur am Abgehen, aber er weiß wie. Also in der Ecke kann er nicht. Okay. Weg. Simpel bleiben. Final round. Fight. Das Bein ist gut. Also er reagiert schon richtig. Es ist nicht übel. Ich kenn das! Es ist mir nur ein bisschen zu schnell. Ich kenne diese ganze Scheiße, aber sich so schnell mit Rainer zu bewegen, auch trotzdem Respekt. Round 1. Fight! Er hat sehr viel Power Crush. Bauen sehr viel auf Power Crush. Hab ihn. Wusste, dass es nicht so. Round 3. Fight. Ja.
Danke. Konter Damage mit was? Das hätte mir aber auch. Boah, hier geht aber. Und wieder gewonnen. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass er so panikt. Ich meine, klar, ich muss sehr viel riskieren, um an hier ranzukommen. Aber kein Rematch! Wow, verlierst du einmal, gehst du. Gut, danke. Wow, also das war so schnell. So schnell habe ich das noch nicht gesehen. Also, whoop. Okay, kein Rematch. Ich darf ihn nicht kennenlernen. Schade. Okay, ich habe langsam seinen Gameplan gesehen, wie er spielt. Und dann dachte ich so, dagegen komme ich vielleicht an, ne? Und dann, nee, dann auf einmal nicht. Was soll man machen? Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Gegner. Ups, sorry, hab später eingeschaltet. Mirror Match, Leute, Mirror Match. Fight. Ich bin die in Violett. Scheiße, ich hab mich so viel bewegt! Da war ein Schlag zu viel! Also ich bin da in Schwarz-Violett. Sorry. Aber ich kann das gewinnen. Reicht. Das müsste eigentlich wissen, als Videospieler. Okay. Ich hätte ein bisschen mehr mit ihm spielen sollen. Er panikt ja gleich. So, jetzt müssen wir. Er panikt ja gleich. Baue ich kein Super. Ich brauche simpel Technik. Simple Angriffe. Ist komisch, ne? Man will flashy spielen, aber man muss simpel anfangen. Okay, Mirror Match dominiert. Okay, von mir aus, das wird hier wahrscheinlich kein Rematch mehr. Jetzt sehen die Leute,
Jetzt sind die Leute richtig frustriert, Alter. Ey, ist mir egal. Ist mir echt egal. Hauptsache die, ja, die Rage finden, ne? Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Kampf. Okay, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner ist da. Wollen wir sehen? Next battle. Also ja, das könnte sehr schwierig werden. Aber ja. Kasuya-Spieler, die haben auch eine ziemlich gute Hitbox. Round one. Fight. Das meine ich. Der Wave Dash nicht einmal. Doch. Guter Konter. Er hat sich geduckt und ich habe nicht reagiert. Ich verstehe manchmal noch nicht die... Nee. Der ist geduckt, da muss ich Hopkick machen. Also... Kasuya-Spieler, schwierig. Wirklich. Schwierige Sache. Klar, macht ein Rematch, weil er gewonnen hat. Ich will, ich muss meine Knowledge. Ja, da brauche ich gar nicht angreifen. Boah. Earthbox des Todes. Round 2. Fight. Nee, ich komm nicht ran. Der hält mich immer auf Distanz. Okay, dieser Slow-Mo war jetzt nicht nötig, aber es war spannend. Er macht einfach die simple Scheiße, aber er macht das schnell. Wenn ich ihn hab, dann ist das gut. Wie viel Plus ist der Fuck? Interessiert.
Die Runde gehört mir. Final round. Fight. Nee, das ist. Der spielt viel zu ruhig. Der kennt seine Distanz. Der weiß, wann seine Schläge greifen. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Und Kazuya zieht mächtig viel ab. Das ist. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Da komme ich echt nicht so gut dran. Da müssen wir uns was aus dem Arsch leiern. Irgendwann. Aber Knowledge Check halt. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. So, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner ist da. Vielleicht auch unser letzter. Eine neue Reina. Vielleicht können wir ja diese Reina verlernen. Round 1. Wollen wir mal gucken. Fight. Ich kenne die Scheiße doch. Gewonnen. Nicht schlecht. Wird da noch. Dogwater. Leute! Okay, ihr habt was zu verlieren, aber Leute. Naja. Okay, nicht letzter Kampf. Dann sehen wir uns noch beim einem Kampf. Bei dieser Session. Alles klar. Dann bis gleich. Okay, meine Damen und Herren, der letzte Kampf für diese Session. Wollen wir mal gucken, wie lange sich das ziehen wird? Get ready for the next battle. Okay, another Kazuya. Unser Problem kennt. Round 1. Fight. Ich kann nicht so schnell reagieren, weil er ziemlich schnell ist.
Fight! Musst du das alles ausdenken. Ah, geduldig ist aber auch nicht. Das ist Homing. Das ist Homing. Oh, wie er keinen Bock auf mich hat. Merke ich schon. Der geht nur rauf. Der geht nur rauf. Der ist nur am raufgehen. Macht die richtigen Entscheidungen. Klar. Man muss auch beim Anstürmen wissen, was man macht, aber. Ja, wie der keinen Bock hat, ne? Merkt man richtig. Also, dass er gleich greift. Danke, Pain Drops. Ein Glück, seid ihr. Das ging noch gerade so. Round 3. Fight. Nee, da wartet er jetzt. Kann auch. Okay, der ist ein bisschen wütend. Der will in den Infight. Ah, wir bewegen uns halt die ganze Zeit hier. Wollen wir gucken. Kann man vielleicht für uns entscheiden, vielleicht auch nicht. Finale. Ha. Yep. Also er ist kein guter Mensch. Round one. Fight. Kann ja gar nichts machen da. Kennt ihr jedenfalls seine Combo? Tja. Round 3.
Da greift nicht an. Alter, aber die Hitboxen von Kazuya, die sind sehr weit. Ja, oh, macht jetzt sehr oft Overhead. Sehr oft Overhead hat er gemacht. Overhead wieder. Er macht sehr viel Overhead. Jetzt ist er in meinem Kopf. Ja, jetzt machst du unten, Penner. Oh. Gewonnen? Weil er was machen wollte. Einfach hingehen, Geist. Ah! Ah! Gewonnen. Sorry. Ah! Ersten Kasuja gelegt. Meine Güte, war das schwer. Meine Güte, was war da? Die versuchen sehr viel Mindgames zu machen. Okay, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, ja, es ist immer noch eine Mixtur. Die Leute geben öfters schon kein Rematch mehr. Ich meine, ja, die haben ja was zu verlieren. Und ich muss sagen, ja, manche Gegner, ja, die vertrauen sehr auf ihre Offensive. Die vertrauen sehr viel auf ihre Kombos. Aber wenn man einmal sie durchschaut hat, dann geht es. Die hängen schon ein bisschen um, so wie der Kazuya-Spieler, dass er sehr viel Overhead gemacht hat bei seiner Perfect Run. Oder beziehungsweise nochmal. Und er dachte so, okay, ich setze jetzt was ein und ich gehe hin und streiche ihn. Das gibt natürlich Konterschaden. Gut, dass es zur rechten Stelle war, aber das ist schon, also gegen Kazuya-Spieler ist das echt schwierig, weil der hat Power, der hat eine sehr weite Hitbox. Also, ohne Scheiß. Naja, egal. Wir sind weit gekommen mit Lydia. Mal gucken, wie weit wir das noch treiben können. Naja, und ich würde sagen, ja, ich bin DK. Das ist Game Stage 5. Ja, und wenn euch nicht nur mein Fighting Tekken oder Fighting Stage 5 gefällt, dann solltet ihr ein Abo da und singelt deine Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Polish Prime Minister! Let's fucking go!